Hallo Pouring Freunde, hi Pouring Friends. Heute versuche ich die Trichtertechnik auf einem schwarz-weißen Hintergrund. Today I'm trying the funnel technique on a black and white background. Hier ist der Trichter. Das untere Ende ist zugeklebt, also kann man den Trichter zunächst einmal wie einen ganz normalen Becher benutzen. As you can see, I have taped the opening of the funnel so that at first I can use it like a regular cup and fill it from the top. Der Hintergrund meines Bildes soll aus einem weißen und aus einem schwarzen Dreieck bestehen. I want a white and a black triangle as background for my painting. Für eine grobe Orientierung male ich mir eine Diagonale mit einem Stift, den auch Näher und Schneider benutzen, Schneiderinnen, der nach einer Weile wieder verschwindet. For a rough orientation, I'm drawing a line with a special pen that you use also for sewing. Hier fange ich jetzt an, das untere weiße Dreieck zu gießen. So here I'm starting to pour the first white triangle on my canvas. Der Grund, warum ich beide Farben probieren will, ist, ich will wissen, ob die Farben sehr unterschiedlich wirken. Also ich meine, die wirken natürlich unterschiedlich auf unterschiedlichen Hintergründen, aber ich wollte sehen, wie unterschiedlich das ist. The reason why I decided to take two colors for the background is I wanted to see the difference that it makes to have colors on a black background and colors on a white background. Zum Verteilen der Farbe habe ich hier einen Teigschaber, der hilft mir zum Teil für die gröberen Arbeiten. I'm using, I don't know what you say, a dough scraper perhaps, to spread the white paint and later also to spread the black paint. Außerdem, wie immer, das kennt ihr ja schon, ich benutze gerne das runde Ende einer Pipette, weil das wie ein kleiner Finger ist. And as you know, I like to use the round end of a pipette, of a dropper. It's like a small finger and I feel that I have more control with this than if I took my real finger. Jetzt kommt die zweite Hälfte in schwarz. Now the second triangle in black. More or less the same procedure. Ich muss nur darauf achten, natürlich, dass die Farben in der Mitte nicht zu sehr ineinander laufen, sondern getrennt bleiben. I have to see to it that the paints don't bleed into one another in the middle, in the center of the painting. That would ruin it. Ich nutze die Gelegenheit, hier mich auch schon mal um die Ränder des Bildes zu kümmern, die schon mal mit dem Schwarz auch zu streichen, damit ich da hinterher keine Arbeit mehr mit habe. I'm using the opportunity to paint the edges of the canvas with black already, so that I won't have any issues later when the painting is ready.
So, jetzt arbeite ich mich immer weiter vor an die weiße Linie. I'm advancing with my black towards my white. I have to add a little because it wasn't enough. Ich musste ein bisschen Schwarz hinzufügen, ich hatte nicht genug. Jetzt wieder mit meiner Pipette, dem runden Ende. Using the round end of the dropper again. To me, it's really the best tool. Also, ich kann damit wirklich am besten solche feinen Arbeiten ausführen. Könnt ihr ja mal ausprobieren. So, der Hintergrund sieht ja eigentlich ganz gut aus. So wie ich mir das auch ungefähr vorgestellt habe. The background looks quite appealing, I think. At least it is the way I wanted it to look. Now I'm looking forward to the colors on it. Jetzt freue ich mich darauf, Farben auf diesen Hintergrund zu gießen. Jetzt kommt also der Trichter ins Spiel. Now for the funnel. Der Unterschied zwischen einem Pour durch einen Trichter ist, dass im Gegensatz zu einem offenen Becher, den ich im letzten Video hatte, ist, dass die Farben zwar unten rauslaufen, aber sie müssen durch eine sehr enge Passage und dadurch reagieren sie anders aufeinander. The difference between this funnel technique and the pouring through an open cup, as I showed you in my last video, is that in this case, the paint has to go through a very narrow passage, which has a special effect on the paints. In den Farben ist übrigens die übliche Menge an Silikonöl. In Schwarz und Weiß war wieder nichts an Silikonöl. I have the normal amount of silicone oil in my paints, in my colors, but not in the black and the white. Jetzt kommt der Moment, wo ich den Trichter öffne. Es geht ein bisschen daneben, aber das ist eben, was passiert. So, ich habe es aufgehalten. So, now I'm beginning to pour through the funnel. And as you can see, it is too little paint. Ich habe also hier beim ersten Mal zu wenig Farbe genommen. Und es sind sehr dünne Fäden entstanden. I have very thin ribbons. They will spread out. Die werden noch breiter, aber es wird nicht ausreichen. It is not sufficient. So this is why I have to fill the funnel again and do a second pour. Also deswegen bin ich jetzt dabei, den Trichter nochmal zu füllen, um nochmal zu gießen. Diesmal habe ich einfach nur einen Finger hineingesteckt, um ihn zu verschließen. This time I just stuck in the finger to close the funnel and to do the second pour in a more controlled way. Also der zweite Guss sollte etwas kontrollierter vonstatten gehen. Und ich kann jetzt schon auf den ersten Blick sagen, dass mir die Farbe auf dem weißen Hintergrund besser gefällt. And I can tell you right away that I personally like the colors better on the white background. They are more vibrant. Also ich finde, auf dem weißen Hintergrund leuchten die Farben mehr. Hier versuche ich mit der Heißluftpistole noch mehr Zellen hervorzukitzeln. Here I'm using the heat gun
to produce even more cells, although I think the cells that I've got are already quite impressive. Also die Zellen, die ich bisher schon bekommen habe, sind eigentlich schon beeindruckend genug. Und ich hätte das, was ich gleich mache, gar nicht machen sollen. Nämlich, ich habe jetzt noch einmal die Heißluftpistole auf volle Pulle geschaltet und dadurch oben die Zellen kaputt gemacht. I did what I shouldn't have done. I took the full power, full blast of the heat gun and ruined the cells in the upper part of the painting. They're gone, but okay. Schwenken kann ich jetzt auch nicht, weil ich ja die Dreiecke behalten will. I can't do a lot of tilting because I want to keep the triangles, and if I tilt too much, the triangles will be distorted and will be ruined. So, deswegen, wegen der Dreiecke, kein Schwenken, das Bild ist fertig. Hier kommt jetzt ein Close-up. Ihr seht, die Farben auf dem Schwarz sind sehr leuchtend, aber auf dem Weiß sind sie fröhlicher, freundlicher. As you can see, the colors, I think, on the white look more friendly, lighter. On the black, it is perhaps a little more vibrant, but I like the white-black background better. What about you? Was findet ihr denn schöner? Lasst mir doch gerne einen Kommentar da. Please let me know in the comments what you think and what you prefer. Thanks for watching, guys. Danke fürs Zuschauen.